Hallo, hier ist wieder Matthias von Lernkompass, euer Mathe-Trainer aus Dresden. In diesem Video lernst du, wie du den Grenzwert einer geometrischen Reihe bestimmst, und zwar in dem kleinen Sonderfall, dass dein Startwert einmal nicht 0 ist, sondern größer als 0, beispielsweise k gleich 2. Dazu ein kurzes Beispiel und dann gehen wir es kurz durch. Aufgabe ist, bestimme den Grenzwert der Reihe Summe k gleich 2 bis unendlich 1 durch 5 hoch k. Dabei das Grundwissen, was bekannt sein sollte, wie funktioniert die Grenzwertrechnung bei diesen Strukturen, den sogenannten geometrischen Reihen. Naja, von k gleich 0 bis unendlich a hoch k rechne ich es aus mit 1 durch 1 minus a. Vorausgesetzt, dass a ist betragsmäßig kleiner als 1. So, kommen wir zur Aufgabe, denn die ist eigentlich gar nicht so schwer, die lösen wir im Handumdrehen. Der Trick besteht nämlich auf eine ganz einfache Weise darin, dass wir die Reihe geschickt umbauen. Wie üblich in der Mathematik gehen wir also einmal geschickt in den Umbau dieser Aufgabe hinein. K gleich 2 bis unendlich 1 durch 5 hoch k. Hier sollte man am besten von Anfang an bereits das Ganze so schreiben, dass man darin diese Struktur wiedererkennt. Und dann wissen wir, das ist ein Fünftel hoch k. Na, das kann ich mir jetzt auch schnell mit Potenzgesetzen herleiten. Das k wird oben und unten aufgeteilt. Oben steht 1 hoch k, also 1, unten steht 5 hoch k. So, das heißt, ich habe schon mal das Muster von dem hier oben hergestellt. Allerdings ist der wesentliche Unterschied zwischen dieser Aufgabe und dem Muster der Startwert. Hier geht es eben bei 2 los und hier bei 0. Und das heißt, ich muss Folgendes machen. Der allgemeine Trick, der wirklich bei allen Reihen funktioniert, ist folgender. Nimm diese Reihe, expandier die so weit, bis du wieder bei k gleich 0 bist und dann rechnest du das Ganze mit der Formel durch. Sieht so aus. Reihe k gleich 0 bis unendlich. Ein Fünftel hoch k minus, naja, haben wir sozusagen, starten wir hier von 0 an, haben also zwei Reihenglieder zu viel, nämlich das Glied Nummer 0 und das Glied Nummer 1. Und diese beiden Glieder ziehen wir wieder ab. Das heißt, ich ziehe ab ein Fünftel hoch 0 und ein Fünftel hoch 1. So. Für den Teil jetzt kann ich ganz normal meine Formel einsetzen. 1 durch 1 minus a ist, ich erhalte also 1 durch 1 minus 1 Fünftel. Hoch 0 ist 1 und hoch 1 ist genau dieses Fünftel. So, jetzt müssen wir noch einmal durchs Bruchrechnen durch. Das muss man in der Situation einfach aushalten. Machen wir das kurz. Unten wird es zu 4 Fünftel, das kann ich jetzt mit Nebenrechnung hier machen, 1 durch 4 Fünftel, das ist das Reziproke von 4 Fünftel und damit einfach nur 5 Viertel. Minus 1 minus 1 Fünftel, Hauptnenner ist die 20, ich bringe also alles auf die 20 und habe damit hier 25 Zwanzigstel minus 20 Zwanzigstel minus 4 Zwanzigstel und damit bin ich bei einem Zwanzigstel. So. Wer übrigens das Tafelwerk kennt, findet dort auch noch eine Formel, wie es noch schneller geht. Ich wollte aber sehr gerne diese Lösungsmethode vorstellen, einfach weil das eine Lösungsmethode ist, die wirklich in allen Fällen funktioniert. Man führt es praktisch auf eine bestehende Regel einfach zurück und das Ganze geht eigentlich relativ kompakt, schnell und einfach. Es geht sogar noch schneller. Wer das wissen möchte, unten bitte einfach mal in die Kommentare reinposten, kann ich bestimmt in den nächsten Tagen nochmal ein Video drehen. Wenn es euch gefallen hat, alle möglichen Tricks zum Thema Reihen findet ihr unter anderem in dieser Playlist. In einer weiteren Playlist gibt es vielleicht ein paar weitere Klausuraufgaben, die typisch ist für eine Mathe 1 Klausur. Und wenn euch der Kanal gefallen hat, dann schenkt uns einfach ein Like da unten und abonniert ihn. In dem Sinne, bis dahin, ich freue mich auf euch.